kommt jetzt also die Kraft her und man hat halt beim Wasserrad das Problem, es hatte großer Umfang, wenig Umdrehungen, also die Turbine hatte kleinen Umfang und bringt von Natur aus schon eine ganz andere Umdrehungen. Von daher muss es halt recht aufwendig hoch übersetzt werden. Also jede Welle dreht sich jetzt schneller, es geht immer vom Groß aufs kleine Rad über. Also hier, sogenannte Vorgelege hier, das 8 Umdrehungen, dann das Vorgelege macht für ca. 25 Umdrehungen. Hier ist dann die Hauptantriebswelle, Transmission genannt, 120 Umdrehungen. Und weil dann die Riemenscheibe wieder größer ist wie die vordere, wird es dann hochübersetzt auf 190 Umdrehungen. Können Sie vielleicht gerade mal hier den Stecker dran machen, in die Steckdose, damit man noch ein bisschen was, das habe ich jetzt vorhin vergessen. Ja, jetzt wird man ein bisschen mehr, genau. Die große Zahnräder hier, das sind also sogenannte Kammräder. Also die Zähne hier, die sind aus Holz und das andere ist aus Eisen. Immer also das große hat Holzzähne und das kleine, wo es reingreift, ist aus Eisen. Die stehen komplett aus Eisen. Läuft auch sehr ruhig, haben Sie ja schon festgestellt. Ja, ist ein großer Vorteil und ja gut, hält auch etliche Jahre. Ich meine, jetzt ist natürlich nicht mehr im Dauereinsatz, kann man es nicht so feststellen, aber früher hat es sicher mal 20 Jahre gehalten, bis es erneuert werden muss, die Zähne. Also die werden dann einzeln eingesetzt. Also so sieht jetzt ein Zahn aus, das ist jetzt von dem kleinen Rad. Und der wird dann hier eingesetzt, unten gesichert. Ist aber ziemlich mühselige Arbeit, also das habe ich jetzt mal schon selbst gemacht im Vater zusammen. Und da hat man halt Schablone und da richten wir es grob ein, weil die Löcher sind unterschiedlich groß und ein bisschen schräg und so muss man halt mal ein großes reinpassen, jeder einzelne muss von Hand drehen und dann halt mit der Holzraspel und so wieder nacharbeiten, bis es also rund läuft. Das können Sie mal durchgeben, wenn Sie wollen.
dann die Welle drehe und dann wickelst das Seil hier um die Holzwelle rum und ziehe den Stamm nach vorne. Und das muss ich jetzt eben hier mit verbinden. Thank you.